Hallihallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sprechen heute darüber, wie du eine Insulinresistenz erkennen kannst. Mittwoch ist ja immer mein Insulinresistenztag. Es geht immer um Insulinresistenz und ich möchte heute nochmal den Fokus darauf legen, wie du es wirklich für dich erkennen kannst, weil ganz, ganz viele Menschen wissen überhaupt gar nicht, dass sie eine Insulinresistenz haben und schleppen das Ganze tatsächlich schon seit Jahren mit sich rum. Und klar, man kann das messen. Was man da genau messen muss und was man da dem Arzt auch sagen muss, das erkläre ich nachher noch. Aber erstmal vorweg, so, was sind denn so Symptome? Hallo Kai. Silvia ist auch dabei. Hallihallo, Tanja, schön, dass ihr dabei seid. Was sind denn so Symptome, wie du es bei dir erstmal vielleicht erkennen kannst und drauf kommen kannst, okay, vielleicht bin ich wirklich betroffen. Damit möchte ich heute mal einsteigen. Und ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr jetzt schon mit live dabei seid, mal reinschreiben in die Kommentare eine 1, wenn ihr wisst, was eine Insulinresistenz ist, also wenn du es jemandem wirklich erklären könntest, und eine 2 in den Chat schreiben, beziehungsweise in die Kommentare, wenn du eigentlich nicht genau weißt, was so eine Insulinresistenz eigentlich ist und hast vielleicht schon mal gehört, aber wüsstest jetzt nicht, wie du es erklärst. Fände ich mal ganz spannend zu sehen, wer da wirklich schon Ahnung davon hat und wer tatsächlich nicht. Weil bei mir war es am Anfang so, also ich habe mich ja schon, beschäftige mich schon lange mit Thema Ernährung und Gesundheit. Ist schon immer einfach ein wichtiges Thema für mich gewesen und habe dann ja auch eben nochmal eine Umschulung gemacht, ja, im klassischen Sinne. Das heißt, habe halt meinen Job im Eventbereich tatsächlich gekündigt und habe gesagt, gut, ich möchte mich jetzt wirklich mehr mit der Ernährung auseinandersetzen und habe dann relativ schnell gemerkt, wow, das ist ein sehr, sehr tiefgründiges Thema. Da kann man, kommt man von A bis Z, kommt einfach alles mit dazu und da kann man auch nicht abgrenzen, das möchte ich wissen, das möchte ich nicht wissen, weil bei mir war es so, ich wollte einfach so viel wissen wie möglich. Ich wusste aber damals, und das habe ich auch in meiner Ausbildung nicht gelernt, was eine Insulinresistenz ist. Also das kam da in, das war ein fetter Schinken, ein fetter Ordner mit 1000 Themen. Wir haben wirklich ganzheitlich alles gelernt. Thema Insulinresistenz war da nie, also ist nie aufgetaucht. Und es liegt einfach daran, dass es noch auch in der Forschung relativ neu ist, ja. Dass man halt den Diabetes Typ 2 kennt, seit vielen Jahren kennt, weiß, wie man einfach Medikamente dagegen einsetzen kann und wie man die Leute einfach hinhalten kann, dass es einfach nicht noch schlimmer wird, sozusagen mit dem Einsatz von Medikamenten, aber dass das Ganze auch auf einem natürlichen Weg geht, nämlich indem, dass du deinen Lebensstil veränderst, indem, dass du deine Ernährung anpasst, dich mehr bewegst und so weiter. Ja, was man da genau im Detail noch tun kann, da kommen wir später noch dazu. Aber das ist wirklich ein Thema, das ist sehr, sehr unbekannt noch. Und auch die Ärzte sind teilweise absolut nicht informiert, was das angeht, weil sie es natürlich in ihrem Studium der Medizin damals auch nicht gelernt haben, weil das einfach noch nicht so verbreitet war. Und ich habe mir einfach zur Aufgabe gemacht, über dieses Thema aufzuklären und das wirklich einfach nach draußen zu bringen, um die Leute einfach den Leuten ins Bewusstsein zu rufen. Es ist sehr, sehr weit verbreitet, dass Menschen eine Insulinresistenz haben. Tatsächlich jeder Zweite da draußen hat eine Insulinresistenz, die meisten natürlich ohne, dass sie es wissen. Also das sind da draußen wirklich 50% all unserer Deutschen haben eine Insulinresistenz, nur sie wissen es halt noch nicht. Und irgendwann kommt es dann raus, wenn man mal einen nüchternen Blutzucker misst und der dann irgendwann mal über 100 wird, über 120. Dann sagt der Arzt, okay, jetzt sind wir echt ein bisschen hoch mit dem Blutzucker, jetzt müssen wir vielleicht mal überlegen, vielleicht Medikamente einsetzen, vielleicht ja, versuchen sie halt ein bisschen abzunehmen. So, das sind dann die Dinge, die die Ärzte oft sagen, was ich immer wieder erlebe bei meinen Kunden tatsächlich, die dann zu mir kommen und sagen, ja, der Arzt hat mir eigentlich so nichts mitgegeben, weil es halt für sie auch, sie sehen das auch nicht so als ihren Job an. Ne? Ich meine, klar, die verschreiben dir dann Medikamente und fertig. Aber viele wissen auch gar nicht so wirklich darüber Bescheid. Und es ist ja auch nicht vorgesehen, dass man die Insulinresistenz misst. Man misst immer nur den nüchternen Blutzucker. Und das war's. Genau. Die Nisa fragt, kann ich von MCT-Öl abnehmen? Ich esse nicht streng Keto, aber ich schaue, was ich esse. Das ist eine sehr coole Frage. Grundsätzlich. Jein, ja, also du kannst abnehmen, wenn du es richtig machst, ja. Beim MCT-Öl musst du natürlich aufpassen, sind auch immer mehr Kalorien, die du zu dir nimmst, sind aber sehr, sehr gute Kalorien. Das heißt, ein MCT-Öl, für alle, die sich jetzt fragen, was bedeutet das, was ist das überhaupt? Das sind mittelkettige Fettsäuren, also das kommt von Medium Chain Triglycerides aus dem Englischen, deswegen heißt es einfach bei uns auch MCT-Öl. Und mittelkettige Fettsäuren sind sehr, sehr
gesund, sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr gut für unseren Körper. Gibt es auch verschiedene MCTs, ja, zum Beispiel das C8 ist, glaube ich, das am meisten gehypte, das am meisten bekannteste. Das hilft dir nämlich, dass dein Körper schneller selbst Ketonkörper produziert, wenn du dich ketogen ernährst oder fastest. Und wenn du dann MCT einsetzt, dich Low Carb ernährst, hilfst du deinem Körper damit, schneller quasi in den körpereigenen Fettstoffwechsel zu kommen. Also ja, du kannst damit auf jeden Fall abnehmen, in Kombination natürlich mit deiner ordentlichen Ernährung, mit einer Low Carb Ernährung kann das sehr, sehr gut deinen Fettstoffwechsel pushen. Kann aber auch ein bisschen nach hinten losgehen, ja, wenn du es sehr, sehr viel einsetzt, sehr, sehr häufig einsetzt, hast du natürlich auch die Kalorienrechnung, die du nicht komplett ignorieren kannst. Ja. Ich bin absolut kein Fan von Kalorien und ich würde auch niemandem sagen, wenn du abnehmen möchtest, zähle Kalorien oder du musst Kalorien zählen, sonst klappt es nicht. Es kann mal sehr, sehr hilfreich sein, um zu wissen, was ist denn drin in den Lebensmitteln, aber mein Ansatz ist wirklich immer so, wir schaffen wieder ein intuitives Essverhalten und werden den Zucker los, werden die ungesunden Dinge los und dann klappt es auch besser mit dem Abnehmen, beziehungsweise dass der Körper auch wieder reagiert, wenn er satt ist und dann musst du nicht unbedingt Kalorien zählen. Also ja, auf deine Frage zurückzukommen, jetzt habe ich sehr lange ausgeholt, aber ich finde es auch super wichtig, dass man das versteht. MCT-Öl ist super, aber es bringt dich halt nicht direkt in Ketose, bringt einfach nur oder hilft deinem Körper, unterstützt deinen Körper, dass er selbst Ketonkörper produziert. Dafür musst du aber dann wirklich dich Low Carb ernähren oder auch Keto ernähren, denn wenn du ständig Kohlenhydrate zu dir nimmst, wird dein Körper keine Ketonkörper produzieren, egal wie viel MCT du ihm zuführst. Dann sind es natürlich immer noch gute Fettsäuren. Die Leber freut sich dann auch, wenn es nicht zu viel sind, auf jeden Fall. Aber ich würde es immer kombinieren mit einer Low Carb Ernährung oder eben einer Keto-Ernährung. Was du natürlich jetzt machen kannst, wenn du sagst, du möchtest abnehmen, du möchtest in Ketose kommen, ohne dich streng ketogen zu ernähren, ohne ständig zu fasten und vielleicht auch ohne dich streng Low Carb zu ernähren, kannst du natürlich exogene Ketone einsetzen. Wer mich schon kennt und schon öfter mal Lives von mir angeschaut hat oder weiß, wie ich arbeite, der weiß, ich arbeite mit den exogenen Ketonen. Ich setze sie ein bei meinen Coachings, bei den Leuten, die sagen, hey, ich möchte meinen Heißhunger loswerden. Ich habe einfach wirklich Probleme, auch Thema Insulinresistenz. Ich komme einfach nicht raus, ich kann nicht abnehmen. Da setze ich die super, super gerne ein, weil es dir einfach hilft, in Ketose zu kommen, obwohl du tatsächlich Kohlenhydrate isst. Und das ist halt das Coole. Deswegen empfehle ich dann immer, wenn jemand jetzt, wie zum Beispiel die Denisa, sagt, okay, ketogen möchte ich mich nicht ernähren, streng Low Carb eigentlich auch nicht, dann würde ich sagen, dann nimm doch die Ketone dazu, bist trotzdem in Ketose, obwohl du Kohlenhydrate isst. Das wäre immer so mein Tipp. Empfinde und beobachte schon eine Sensibilisierung dieser Thematik, also auch medizinisch. Ja, das stimmt, die war definitiv immer mal wieder. Ich kenne auch ganz viele tolle Ärzte, die damit schon aufklären, die den HOMA-Index messen. Aber man muss halt auch sagen, man kann den Ärzten ja auch gar keinen Vorwurf machen, weil wenn das halt damals irgendwie auch nicht vorgesehen war im Studium als Thematik und vor allem müssen sie auch ihre Leistungen ja auch abrechnen können. Ne? Und wenn jetzt jemand kommt, in eine normale Hausarztpraxis den HOMA-Index messen will, dann ist das für den Arzt ja auch Aufwand und er hat da ja auch nicht wirklich was davon. Ne? Der Kunde muss es dann sogar selber zahlen. Viele regen sich dann darüber auf. Was ich halt gar nicht verstehe, weil wenn ich es wissen will, einfach mal messen lassen oder ich gehe gleich in ein freies Labor. Also es sind immer wieder, wie du sagst, mehr Ärzte, die tatsächlich auf das Thema eingehen. Und ich denke mal, in 15 Jahren werden wir da auch viel, viel weiter sein. Also finde ich sehr, sehr cool. So, jetzt muss ich natürlich nach oben scrollen. Power. So sieht eine schöne Frau aus. Ja, herzlichen Dank, da freue ich mich doch. Hat übermäßiges Kopfschwitzen, was mit Insulinresistenz zu tun? Danke vielmals. Oh, Matthäa, da bin ich überfragt. Schwitzen habe ich jetzt noch nie als Symptom von Insulinresistenz wahrgenommen. Vor allem Kopfschwitzen ist halt auch, oh, hier kommt eine Katze. Ich sitze hier gerade am Fenster und gucke so raus und sehe so eine rote Katze. Aber egal, back to business. Kann ich dir so jetzt nicht beantworten. Nee. Was haben wir noch? Okay, danke, das wollte keiner wissen. Schon wieder exogene Ketone, humorvoll und zwinkernd lesen. Ja,
Klar, immer exogene Ketone bei mir. Wie gesagt, ich arbeite damit. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das richtig vielen Menschen einerseits raushelfen kann aus einer Insulinresistenz. Meine Mama hat sogar rausgeschafft aus dem Prädiabetes mit zweimal am Tag Ketone zu trinken. Ungefähr 4-5 Monate hat es gedauert. Finde ich mega, weil sie hat minimal ihre Ernährung umgestellt. Also sie ist natürlich ein bisschen bewusster, isst weniger Brot und solche Geschichten, weniger Zucker, weniger Süßigkeiten. Backen tut sie jetzt immer ohne Mehl und ohne Zucker, sehr, sehr cool. Aber ansonsten isst sie hin und wieder trotzdem auch mal Pasta oder auch mal ein Stück normales Kuchen und normalen Kuchen. Sie trinkt auch mal ein Gläschen Wein, aber trotzdem hat sie es einfach rausgeschafft aus ihrem Prädiabetes, was für mich super, super wichtig ist, weil ich halt auch merke, da gehen einfach so viele tolle Dinge mit einher, dass sie fitter ist, dass sie einfach wieder ein Stück weit gesünder ist. Die Ketone reduzieren ja auch Entzündungen im Körper, habe ich bei ihr gemerkt. Hallo Bibi, habe ich bei ihr gemerkt, weil sie Rheuma hat. Also sie konnte morgens ihre Kaffeetasse so mit zwei Händen gar nicht so gut nehmen. Es hat ihr wirklich wehgetan in den Gelenken, in den Händen. Hatte sie echt Schmerzen und das ist halt auch komplett weg. Ja. Ihre Blutdrucksenker musste nicht mehr nehmen. Von dem her, ja, ich rede sehr, sehr viel über Ketone, das ist richtig, aber auch ganz viel über Insulinresistenz, weil ich einfach den Menschen helfen möchte, ein gesünderes Leben zu führen, tatsächlich einfach, ja, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Und das nicht von heute auf morgen, einfach jeden Tag 1% besser. Interessiert niemanden? Illy, du, kein Stress, du musst hier nicht bleiben, du kannst einfach weitergehen, das ist gar kein Thema. So, jetzt war hier auch noch eine Frage, jetzt muss ich mal wieder auf Instagram gehen hier. Tanja, kannst du ein Buch oder Broschüre empfehlen, wo man nachlesen kann? Zu was jetzt genau meinst du? Also Thema exogene Ketone bzw. ketogene Ernährung, Keto grundsätzlich, kann ich den Keto-Kompass empfehlen. Richtig tolles Buch. Ist auch was für die, die jetzt tiefer einsteigen wollen, die mehr von der Wissenschaft verstehen, mehr vom Fachjargon verstehen, da bin ich dann eher raus, aber die haben ganz coole so Passagen im Keto-Kompass, die sind dann immer in so Kästchen. Das ist dann quasi für die Super-Nerds, wo tiefer gegangen wird und der Rest liest halt einfach drumrum. Also fand ich super, super cool. Thema Insulinresistenz kann ich natürlich meine Inhalte auf jeden Fall empfehlen. Ich habe noch kein Buch geschrieben, könnte ich eigentlich mal machen, aber du bist ja auf Instagram, schau dir einfach mal das Story-Highlight zum Thema Insulinresistenz durch. Da habe ich wirklich auch alle Lives gespeichert. Und da kannst du wirklich Schritt für Schritt einfach lernen, wie du aus deiner Insulinresistenz rauskommen kannst, was du für Schritte umsetzen kannst. Und klar, wenn du, da gibt es natürlich auch Literatur, einfach mal auf Google eingeben. Rezeptemäßig gibt es da auch einiges. Ich habe übrigens auch ein Rezepte-Highlight, also auch wieder auf Instagram Story-Highlight-Rezepte, das ist ganz hinten, da müsst ihr ein bisschen scrollen. Habe ich auch Spitzenrezepte mit drin, also Spitzenrezepte, die mir halt gut schmecken. Ja, das ist natürlich relativ. Passt das auch mit veganer Ernährung? Baby, was meinst du genau? Wenn du aus einer Insulinresistenz rauskommen möchtest, klar kannst du dich dann auch vegan ernähren. Vegane Ernährung geht grundsätzlich immer. Es ist halt mehr Arbeit als keine vegane Ernährung. Ja, was für ein toller Satz. Aber ihr versteht, was ich meine. Man muss sich halt gut auskennen, wenn man sich wirklich vegan ernähren möchte, um wirklich alle Nährstoffe zu bekommen. Aber wenn man das gut, sich da gut informiert, auch entsprechend supplementiert, ja, dass man das einfach auffüllt, was einem dann fehlt über die Ernährung, kann man eine vegane Ernährung auf jeden Fall umsetzen. Für mich persönlich wäre es jetzt nichts. Erstens, weil mir es auch zu kompliziert ist, da einfach immer zu schauen, dass ich alles habe, was ich brauche. Und aber das entscheidet einfach jeder für sich. Also du kannst sowohl dich keto-vegan ernähren, du kannst sowohl dich normal vegan ernähren, um auch aus einer Insulinresistenz rauszukommen. Wichtig wäre dann wirklich nur darauf zu achten, dass du halt Lebensmittel wählst, die den Blutzucker nicht so stark ansteigen lassen. Und dann, wenn du halt gerade als Veganer auch mit Hülsenfrüchten und so viel machst, dass du halt die dann auch schlau einsetzt, wenn mal mehr Kohlenhydrate mit dabei sind und die eher halt auch ans Ende der Mahlzeit setzt, damit der Blutzucker nicht so stark steigt. Aber da sprechen wir nachher gleich nochmal mehr drum. Die exogene Ketone, meint die Baby, Entschuldigung, ja, hätte ich auch drauf kommen können. Ja, die sind vegan, genau. Also sind die vegan, sorry für die umständliche Frage. Nee, hast ja voll recht, du hast sie ja in dem Moment wahrscheinlich gestellt, als ich über exogene Ketone geredet habe, aber die Kurve habe ich jetzt nicht gekriegt, völlig egal. Ja, die sind vegan, die sind nämlich über natürlichen Fermentationsprozess hergestellt. Die Basis sind pflanzliche Öle, von dem her, die sind vegan, die sind koscher, die sind glutenfrei, die sind alles, was man so erwartet, was es natürlich entspannt macht, weil sie so jeder nutzen kann, ist halt sehr, sehr cool. Genau.
Jetzt haben wir schon echt viele, viele Fragen von euch gehabt, viele Kommentare. Vielen, vielen Dank. Also wenn ihr weiterhin Fragen habt, Kommentare habt, was beitragen wollt, jederzeit gerne einfach rein, sowohl auch auf TikTok als auch auf Instagram. Ich freue mich natürlich über die Fragen. Aber jetzt komme ich noch mal ein bisschen zurück zu den Symptomen. Wir haben schon gesagt, über welches Symptom haben wir schon gesprochen? Lass mich überlegen. Ist wieder weg, aber ist egal. Ich starte einfach mal los. Was denn, hallo Don, was denn so, du warst schon auch lange nicht mehr dabei, hab dich schon vermisst. Warst bestimmt im Urlaub, es sind ja Ferien. was sind denn so Symptome? Wie kannst du jetzt wirklich eine Insulinresistenz erkennen, ja? Ohne, dass du sie gleich misst, aber wo du vielleicht mal hellhörig werden könntest. Ah, vielleicht habe ich ja eine, weil wie wir Anfang des Lives ja schon gehört haben, jeder Zweite hat eine Insulinresistenz, die meisten natürlich ohne, dass sie es wissen. Also grundsätzlich, wenn du einfach ganz oft müde bist, erschlagen bist, viel Energietiefs hast, so Energielöcher hast, vielleicht so diese Nachmittagsmüdigkeit oder nach dem Essen, kennt ihr vielleicht. Wenn du länger auch nicht ohne Essen auskommst, also wenn du 3-4 Stunden nichts isst und dann merkst, boah, irgendwie geht's mir nicht gut, ich brauche unbedingt was zu essen, dein Kreislauf geht in den Keller, du wirst vielleicht ungemütlich für deine Mitmenschen oder hast du richtige Symptome von einem Unterzucker, also dass wirklich dein Kreislauf in den Keller geht, dass du zitterst, dass es dir einfach nicht gut ist dabei. Das sind Dinge, wo du auf jeden Fall hellhörig werden solltest, weil es ist nämlich nicht normal, dass du 5, 6, 7 Stunden nicht ohne essen kannst, ohne dass es dir schlecht geht dabei. Also das sollte wirklich, wirklich möglich sein, dass du länger ohne Essen auskommst. Dass du immer, wenn du immer Heißhunger hast oder Verlangen nach was Süßem oder nach ungesunden Lebensmitteln wie Pizza, Pasta, solche Geschichten, wenn du immer Bock auf solche Dinge hast, ist auch ein Anzeichen, dass du da bestimmt eine Insulinresistenz haben kannst. Öfter Kopfschmerzen, wenn du viel Kopfschmerzen hast oder auch Gelenkschmerzen, können im Prinzip auch ein Symptom für eine Insulinresistenz sein. Fibrome am Hals, also so Hautanhängsel am Hals oder an anderen Stellen am Körper, können auch bedeuten, dass du eine Insulinresistenz hast. Die gehen übrigens auch wieder weg. Also wenn die Insulinresistenz irgendwann weg ist, werden auch die Fibrome irgendwann verschwinden. Das passiert nicht von heute auf morgen, da muss man ein bisschen geduldig sein, aber ist tatsächlich möglich. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Was sind denn noch Symptome, wo du sagst, okay, hier könnte ich hellhörig werden, vielleicht habe ich eine Insulinresistenz? Ganz klar, wenn du abnehmen möchtest und alles dafür tust, im Kaloriendefizit isst, alles richtig machst, dich auch bewegst und es passiert einfach nichts. Du nimmst nichts ab, ist auch ganz oft eine Insulinresistenz dahinter. Kann natürlich auch andere Ursachen haben, wie eine Schilddrüsenunterfunktion, grundsätzlich zu viel Stress, schlechter Schlaf, die Hormone, die nicht stimmen. Das sind alles Dinge, warum man nicht abnehmen kann, aber die Insulinresistenz ist bei den meisten einfach mit dabei. Oft sind es ja mehrere Gründe, mehrere Baustellen im Körper, warum das Abnehmen nicht funktioniert. Das heißt, wenn du wochenlang, monatelang im Kaloriendefizit isst und du kein Gramm verlierst auf der Waage, auch kein Gramm Fett, Bauchumfang, auch nichts verlierst, dann ist es nicht, weil dein Stoffwechsel ist dann auch im Arsch, bestimmt, ja, definitiv. Insulin ist ja ein Stoffwechselhormon, also ist im Prinzip daran ja beteiligt, dass du eine Insulinresistenz hast oder die Ursache ist einfach, dass du zu viel Insulin im Blut hast, deswegen hast du die Insulinresistenz, das erkläre ich nachher noch ein bisschen genauer. Und von dem her ist dein Stoffwechsel zum einen im Keller, aber du kannst einfach nicht abnehmen, weil eben Insulin nicht mehr seine Arbeit machen kann. Ja, das ist halt so das Problem. Wird das untersucht? Was meinst du denn, Adele Scolaro 37? Was genau meinst du, ob es untersucht wird? Die Insulinresistenz musst du darum bitten, ja. Die Ärzte werden das nicht von alleine machen, selbst wenn du hingehst und sagst, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe irgendwie ständig Hunger, mir geht es nicht gut, ich bin müde, ich habe keine Energie, dann messen die Ärzte halt wahrscheinlich dein kleines Blutbild, vielleicht noch dein großes, messen den nüchternen Blutzucker. Das war's und dann ist meistens alles okay und schicken sie dich wieder heim. Du musst wirklich danach fragen, können wir bitte schauen, ob ich eine Insulinresistenz habe. Und manche Ärzte oder viele Ärzte messen dafür den HOMA-Index. Das passt jetzt auch gut vom Thema, also danke dafür. Wir haben jetzt die Symptome geklärt und jetzt reden wir darüber, wie du es wirklich messen lassen kannst, ob du eine Insulinresistenz hast. Das heißt, du lässt den HOMA-Index messen. Der HOMA-Index ist ein Quotient aus deinem nüchternen Blutzucker und deinem nüchternen Insulinspiegel. Und genau den muss man eben messen, um zu wissen, habe ich eine Insulinresistenz oder nicht. Du siehst es schon am nüchternen Insulin alleine, an dem Wert. Ist gut, ist nicht gut, ist zu hoch, ist okay.
Und man kann es dann jetzt auch noch in Verbindung setzen mit dem nüchternen Blutzucker, den Quotienten daraus berechnen und dann hast du den HOMA-Index. Und der HOMA-Index ist so der goldene Standard, sage ich jetzt mal, wie man eine Insulinresistenz diagnostiziert. Ist nicht das Genaueste, was man machen kann, aber zumindest das, was die breite Masse, was heißt die breite Masse, es weiß ja eigentlich keiner, was eine Insulinresistenz ist, aber zumindest das, was der Arzt dann erstmal macht, nämlich den HOMA-Index zu bestimmen. Da kommt dann eine Zahl raus. 1, 2 wäre dann noch in Ordnung. Ab 2 ist dann schon eine Tendenz Richtung Insulinresistenz und alles, was über 2 geht, also 3, 4, 5 und weiter, ist dann tatsächlich eine Insulinresistenz. Und das geht halt nach oben endlos. Ne? Also ich habe auch teilweise Kunden, die starten bei mir mit 9, 10, 11 oder noch einer viel, viel höheren Zahl. Ich hatte auch schon irgendwie 19, glaube ich, war einer, hatte mir mal erzählt, mein HOMA-Index ist 19 und ich so, okay, dann müssen wir auf jeden Fall was verändern daran. Ja, und es geht natürlich dann auch wieder zurück, ja, wenn du deine Ernährung umstellst, dich mehr bewegst, vielleicht auch die Ketone als Unterstützung mit einsetzt, das boostet natürlich auch, geht auch um einiges schneller dann. Gibt da auch noch ein paar andere coole Dinge, die du noch einsetzen kannst auf dem natürlichen Wege, um schneller wieder aus deiner Insulinresistenz rauszukommen. Aber das wäre jetzt so der goldene Standard, um die Insulinresistenz tatsächlich zu messen. Du kannst auch diesen oralen Glukosetoleranztest machen, machen auch viele Ärzte, aber die schauen sich dann meistens nur den nüchternen Blutzucker an. Das heißt, wenn der gemacht wird, dann achte darauf, dass auch das Insulin dabei gemessen wird. Also klar, zu schauen, was macht der Blutzucker. Wer das jetzt nicht weiß, was das ist, dieser orale Glukosetoleranztest, den machst du beim Arzt morgens nüchtern, musst du so eine eklige, süße Flüssigkeit trinken. Davor wird gemessen, dann wird danach gemessen und dann nochmal irgendwie 2 Stunden danach oder so. Also da muss man auch dann eben lang da bleiben, dass man immer Stück für Stück wieder messen kann, was eben passiert zum einen mit dem Blutzucker, aber was auch passiert mit dem Insulinspiegel. Das muss sich mit angeschaut werden und da kann man dann zum Beispiel auch feststellen, hey, eine Insulinresistenz des Muskels oder so, die kann man dann wirklich erst so feststellen. Ja, aber der HOMA-Index ist schon mal ein guter Start und wenn der zu hoch ist, weißt du, okay, wir haben auf jeden Fall ein Problem und kannst daran arbeiten. Es kann nämlich, die diversen Organe können eine Insulinresistenz haben. Ja, also nur eine Insulinresistenz zu haben, das ist halt so der Oberbegriff, aber es kann jedes einzelne Organ kann eine Insulinresistenz aufweisen. Irgendwo geht's los, manchmal geht es dann über auf andere Organe. Bestes Beispiel zum Beispiel auch das PCOS, also polyzystisches Ovar-Syndrom. Die Mädels wissen da, oder die Mädels, die es haben, wissen da, was ich meine. Im Grunde kann man sagen, das ist eine Insulinresistenz der Eierstöcke zum Beispiel, ja, was ja ganz oft dann auch einen unerfüllten Kinderwunsch mit sich bringt. Zyklusprobleme und so weiter, ja. Aber es kann auch das Gehirn insulinresistent sein, es kann die Leber insulinresistent sein, es kann alles mögliche insulinresistent sein. Ja, so viel dazu, wie kann man es messen? So, jetzt die goldene Frage, wie kommst du da wieder raus? Ne? Ich habe schon hin und wieder auf was angesprochen. Übrigens, wer jetzt neu dazugekommen ist, wenn du noch Fragen hast, rund ums Thema Insulinresistenz, rund um deine Gesundheit, was Ernährung angeht, dann jederzeit bitte gerne fragen. Ich versuche dann immer so nebenbei die Fragen mit zu beantworten, die so reinkommen. Was kannst du jetzt tun, um aus deiner Insulinresistenz wieder rauszukommen? Wir haben ja gesagt, jeder Zweite hat eine Insulinresistenz, ohne dass er es weiß. Also wenn du jetzt bei den Symptomen, die ich aufgezählt habe, die wir besprochen haben, hellhörig geworden bist, wo du sagst, ja, alles, was ich hier beschrieben habe, das hat ja eigentlich jeder da draußen, ja, weil ja auch einfach jeder Zweite eine Insulinresistenz hat. Dann würde ich sagen, lass wirklich einfach mal den HOMA-Index messen. Wenn dein Hausarzt das nicht macht, geh gleich am besten in ein freies Labor, lass es messen. Da muss auch nicht viel erklärt werden, weil der Wert wird genommen. Du hast den Wert, du kannst den googeln. Was bedeutet der? Ist er zu hoch, ist er nicht zu hoch? Und dann weißt du Bescheid. Und dann kannst du halt Schritt für Schritt dran arbeiten, dass du da wieder rauskommst, weil du möchtest einfach nicht drin bleiben, weil wenn die Insulinresistenz immer weiter fortschreitet, irgendwann endet die Insulinresistenz. Ja, sie endet natürlich nicht, das geht immer weiter, aber geht über in einen Typ-2-Diabetes. Und dann, wenn du schon mal einen Typ-2-Diabetes hast, dauert es natürlich länger, bis du da wieder rauskommst und ist auch noch mal ein Stückchen mehr Arbeit. Ist auch möglich, wie gesagt, zum Beispiel bei meiner Mama habe ich es mitgekriegt, aus dem Prädiabetes rausgekommen. Ich kenne auch ein paar Typ-2-Diabetiker, die wirklich in Diabetes losgeworden sind. Eine sehr, sehr coole Sache. Es ist ja auch so, es kursiert ja auch so dieses Gerücht, Diabetes kann man nicht heilen. Ja, Diabetes Typ 1 kannst du tatsächlich nicht heilen, ist teilweise angeboren, kann durch ein schlimmes Ereignis, durch einen Unfall, durch eine andere Erkrankung oder so tatsächlich entstehen auch.
Ist aber in den meisten Fällen tatsächlich einfach von Geburt an da. Und das kannst du auch nicht umkehren. Damit wirst du leben müssen. Ein Typ-2-Diabetes, also das ist ja sozusagen der Altersdiabetes, wobei das ja mit dem Alter schon gar nichts mehr zu tun hat, weil oft haben ja schon Kinder Diabetes, ja, die werden ja schon teilweise geboren mit einer Insulininresistenz, weil einfach auch 60% all unserer Deutschen übergewichtig oder sogar fettleibig sind. Und wenn du dann einfach übergewichtig bist, Adipositas hast und auch ein Kind bekommst, ein Baby bekommst, das dann ja schon mit einer Insulininresistenz auf die Welt kommt, dann hat das Kind ja gar keine Chance, ne? Und dann ist wahrscheinlich auch die Ernährung zu Hause nicht die gesündeste. Dann kriegt das Baby das von klein auf so mit, Kind, Jugendlich, und schon hast du mit 12 schon Diabetes. Ja? Und das sehen wir immer mehr. Und ich meine, schaut euch die Kinder an da draußen, die werden einfach immer fetter. Sorry jetzt für den Ausdruck, das klingt jetzt nicht besonders nett, aber so ist es einfach tatsächlich. Und da müssen wir einfach in unserer Bevölkerung wirklich Aufklärungsarbeit leisten, dass das Ganze halt einfach vom ungesunden Essen kommt. Und ich rede jetzt nicht von hier mal eine Pizza essen, da mal einen Burger essen oder Pasta essen, sondern grundsätzlich diese ganzen verarbeiteten Produkte. Es ist absolut ja kein Thema, wenn du sagst, heute esse ich mal was nicht unbedingt Frisches und ich bestelle mir jetzt einfach mal eine Pizza irgendwo beim Italiener, wo du weißt, es ist ordentlich zubereitet, einen schönen Steinofen, da sind natürliche Produkte drin, sondern wir reden jetzt eher von diesem ganzen Schrott in den Supermärkten, ja. Also da die Fertig-Tiefkühlpizzen, alles was verarbeitete Produkte sind, alles was nicht natürlich sind, die haben immer Konservierungsstoffe mit drin, Farbstoffe mit drinnen, Geschmacksverstärker, Dinge, dass es länger haltbar ist. Und all dieses Zeug macht Entzündungen im Körper, macht den Körper krank. Und Entzündungen ist auch immer die Vorstufe von der Insulinresistenz. Also die Ursache von der Insulinresistenz sind auch immer stille Entzündungen. Und wenn du dann dazu immer noch zu viele Kohlenhydrate isst, für das, dass du dich zu wenig bewegst, hast du einfach genau das Problem von der Insulinresistenz. Ja, ich habe am Anfang jetzt gar nicht erklärt, wie eine Insulinresistenz entsteht. Das hole ich vielleicht jetzt noch nach. Das passt jetzt ganz gut dazu. Ich erkläre das immer an einem ganz anschaulichen Beispiel. Also stell dir vor, deine Zelle ist dein Haus. Und es klingelt an der Tür. Der Lieferant steht vor der Tür und bringt dir ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta, ein Päckchen Zucker. Du denkst dir, eigentlich habe ich nichts bestellt, aber mein Vorratsschrank ist leer, passt, nehme ich an, finde ich gut. Packst es in deinen Vorratsschrank. Am nächsten Tag klingelt der Lieferant wieder, der gleiche Lieferant. Er bringt wieder ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Zucker, ein Päckchen Pasta. Du denkst dir, okay, ich habe ja noch Platz. Vorräte schaden nicht. Dritter Tag, das gleiche. Der Lieferant kommt wieder, ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta, ein Päckchen Zucker. Und du sagst so, also eigentlich habe ich wirklich nichts bestellt. Warum kommt denn das jetzt schon wieder? Der Lieferant sagt, sorry, Sie haben jetzt ein Abo abgeschlossen, das kommt jetzt jeden Tag. Du denkst dir, na super, das kann ja was werden, ja, und nimmst jeden Tag die Lieferung entgegen, packst es in deinen Vorratsschrank, der ist natürlich nach ein paar Wochen proppevoll. Du musst ausweichen. Das heißt, du packst die Lieferungen in deinen Küchenschrank, in deinen Kleiderschrank, überall. Und dein ganzes Haus ist voll mit Päckchen Pasta, Mehl und Zucker. Alles das, was dir dein Lieferant quasi gebracht hat. Dein ganzes Haus ist voll. Und du hast nur noch in deinem Bett ein kleines Stückchen, einen kleinen freien Platz, in dem du noch schlafen kannst. Ja? Und dann entscheidest du, okay, das kann so nicht weitergehen. Ich muss was ändern. Und du verriegelst dein Haus, du nagelst quasi Bretter vor deine Tür, damit dann nichts mehr reinkommt. Der Lieferant kommt aber trotzdem noch, bringt immer noch Päckchen Pasta, Päckchen Mehl und Päckchen Zucker. Jeden Tag. Das heißt, er legt es einfach vor deine Tür. Es stapelt sich und das stellst du dir jetzt einfach im ganzen Dorf vor, in der ganzen Stadt. Das passiert bei jedem Haus. Und ich habe gesagt, dein Haus ist deine Zelle. Und was dann passiert, die Lieferanten kommen schon gar nicht mehr durch, weil die ganzen Lieferungen überall auf der Straße rumliegen. Und das ist dann eben, es entsteht sozusagen Stau auf der Straße, die Lieferanten kommen nicht mehr durch. Und das ist genau der Punkt in deinem Körper, den wir dann Insulinresistenz nennen. Das heißt, der Stau auf der Straße steht für zu viel Insulin im Blut. Und das ist das, was dann einfach passiert. Die Zelle hat zugemacht, die Zelle hat gesagt, halt, stopp, hier passt einfach nichts mehr rein. Die Rezeptoren werden auch verstopft. Insulin kann einfach nicht mehr andocken an die Zelle und kann den Zucker nicht in die Zelle bringen. Und das heißt, die Bauchspeicheldrüse, die ja dafür verantwortlich ist, dass Insulin ausgeschüttet wird, um den Zucker in die Zelle zu bringen, produziert immer mehr Insulin, weil sie merkt, boah, hier pa passiert nichts. Es passiert nichts. Wir brauchen mehr Insulin, wir brauchen mehr Insulin, mehr Insulin.
Irgendwann klappt es dann noch mit mehr Insulin, klappt es dann wieder, kommt auch noch was rein, aber irgendwann ist wirklich die Zelle komplett zu und dann sammelt sich das Insulin im Blut. Und das ist dann eben die Hyperinsulinämie, also zu viel Insulin im Blut, bedeutet einfach Insulinresistenz, jetzt mal ganz umgangssprachlich gesagt. Und deswegen ist auch der nüchtern Blutzucker noch ganz lange im normalen Bereich, obwohl du schon längst eine Insulinresistenz hast. Deswegen habe ich vorher erklärt, um zu checken, ob du eine Insulinresistenz hast, reicht es nicht nur, den nüchtern Blutzucker zu nehmen, weil der eben ganz lange noch im grünen Bereich ist, weil der wird ganz lange korrigiert sozusagen, also im grünen Bereich gehalten, weil ein hoher Blutzucker ist gefährlich für den Körper irgendwann. Deswegen haben wir einen hohen Insulinspiegel, ja, damit der Blutzucker niedrig bleiben kann oder normal bleiben kann. Deswegen merken wir gar nicht, dass wir eine Insulinresistenz haben, weil da oben den Insulinspiegel, den misst bei uns keiner. Aber den nüchtern Blutzucker schon und der ist lange okay. Und erst wenn der Insulinspiegel das nicht mehr regulieren kann, den nüchtern Blutzucker, erst dann fängt der Blutzucker an zu steigen. Und wenn dann der Blutzucker irgendwann nüchtern über 100 ist, über 120 ist, dann erkennen das eben auch die Ärzte und dann sagen die Ärzte, okay, wir haben hier ein Problem, wir stehen kurz vorm Diabetes, wir müssen handeln. Und um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, wäre es halt super cool, wenn ihr hin und wieder auch mal euren HOMA-Index checken lässt, um zu sehen, beziehungsweise euren nüchternen Insulin im Serum messen lasst, um zu sehen, hey, habe ich vielleicht schon eine angehende Insulinresistenz, stecke ich vielleicht schon tief drin? Denn eine Insulinresistenz geht nämlich dem Typ-2-Diabetes um Jahre, sogar Jahrzehnte voraus. Das heißt, du kannst schon 10 Jahre lang eine Insulinresistenz mit dir rumschleppen und keiner merkt's, bevor du irgendwann eben einen so hohen Blutzuckerspiegel hast und dann einfach irgendwann Diabetes hast. Übrigens, danke für die ganzen Herzen, da freue ich mich. Ja, und das ist halt so die Sache und deswegen weiß es einfach keiner, es misst keiner. Und ich habe mir einfach zur Aufgabe gemacht, die Leute da tatsächlich aufzuklären darüber. Es ist der Joao. Hey Joao, ich sehe gerade dein Foto, cool. Wie geht's dir denn? Dich habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. So sieht's aus. Jetzt, was kannst du machen, um herauszukommen aus deiner Insulinresistenz? Ich habe es schon angesprochen, natürlich geht es auch mit um die Ernährung. Aber es ist nicht nur die Ernährung, es ist grundsätzlich dein ganzer Lebensstil. Also ich sage immer, es gibt 4 Teilbereiche, an denen du arbeiten solltest, wenn du weißt, du hast eine Insulinresistenz oder wenn du erst gar keine bekommen möchtest. Nummer 1 ist auf jeden Fall die Ernährung. Nummer 2, ich erwähne erst alle und dann reden wir über jeden Einzelnen nochmal separat. Also die Ernährung ist Nummer 1. Nummer 2 ist natürlich die Bewegung. Nummer 3 ist dein Schlaf. Ja, das wissen auch die wenigsten, dass wenn du einen schlechten Schlaf hast, das heißt zu wenig schläfst, oder einen qualitativ sehr schlechten Schlaf hast, heißt aufwachst in der Nacht, nicht gut wieder einschlafen kannst, solche Geschichten, dann hast du automatisch vermutlich eine leichte Insulinresistenz. Denn schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Und das ist wirklich richtig krass. Wie gesagt, schon eine Nacht schlechten Schlafs. Das heißt, einmal einfach durchfeiern, einmal schlecht schlafen und du bist einfach gefühlt in deiner Insulinresistenz drin. Hast du vielleicht auch gemerkt, wenn du müde bist, wenn du nicht gut geschlafen hast, wenn du vielleicht auch mal eine Nacht durchgemacht hast, hast du automatisch mehr Hunger am nächsten Tag. Du bist natürlich müde, hast nicht so viel Energie und du möchtest dich auch nicht so gerne bewegen, weil du einfach weniger Energie hast und du hast automatisch mehr Hunger und Bock auf ungesunde Dinge. Also wenn ich zum Beispiel wenig geschlafen habe, dann habe ich immer Bock auf Butterbreze. Ich würde mir am liebsten eine Pizza reinpfeifen. Ich habe dann richtig Bock auf diese Dinge und es ist auch super schwer dagegen anzugehen. Ich weiß es ja im Kopf, warum ich das habe, aber ich muss mir dann trotzdem die Pizza holen. Ich komme da einfach nicht. Das geht halt einfach nicht, ja, weil dein Körper einfach ein sehr starkes Verlangen hat und das ist einfach dein Blutzuckerspiegel bzw. die Insulinsensitivität, die schlechter geworden ist. Und dann ist es ein Teufelskreis. Ja? Dann bewegst du dich nicht an einem Tag, du isst einfach mehr Schrott. Das zieht sich dann oft in den nächsten Tag über, weil aber wenn ich dann schlecht gegessen habe am nächsten Tag, dann habe ich ja wieder Bock auf. Dann möchte ich wieder eine Butterbreze, dann möchte ich wieder eine Pizza. Zumindest geht es mir so. Also ich muss dann echt dann so einen Cut machen und sagen, okay, heute esse ich mal absolut keine Kohlenhydrate. Heute mache ich mal wirklich komplett ein Reboot im Sinne von, entweder faste ich dann wirklich mal ein paar Tage, das ist eine sehr, sehr coole Sache, ist aber auch nicht jedermanns Sache, kann man einbauen, aber zumindest einfach mal die Kohlenhydrate wieder reduzieren und wenn ich dann Kohlenhydrate esse, dann halt in Form von stärkehaltigem Gemüse oder einer Süßkartoffel, rote Beete oder sowas, das macht dann viel, viel mehr Sinn, als halt einfach dann wieder eine Breze zum Salat oder sowas essen.
Genau. So, jetzt bin ich aber abgeschweift. Wo war ich stehen geblieben? Naja, beim Thema Ernährung, beim Thema Schlaf, Entschuldigung, genau. Thema Schlaf war. Also 1, 2, 3. So, Thema Schlaf war Nummer 3. Und Nummer 4 sind tatsächlich natürliche Supplemente. Ja, das sind die vier Teilbereiche. Also ich wiederhole jetzt nochmal, weil ich tatsächlich jetzt sehr weit ausgeholt habe. Also hier geht es dir genauso. Koryphlir, ist das richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Dir geht es genauso, ja. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Leute da draußen. Ja? Und dann kannst du halt auch gegen deinen eigenen Blutzuckerspiegel den Kampf, den verlierst du immer. Den verlierst du immer. Das ist leider so. Weil, warum ist es so? Vielleicht sagen wir das noch kurz. Weil Blutzuckerspiegel steigt an, ist am höchsten Punkt, fällt wieder ganz schnell ab. Also sagen wir mal deine Butterbreze oder deine Pizza, was auch immer, hast du gegessen. Blutzucker schießt in die Höhe, ist am höchsten Punkt angekommen, ist wahrscheinlich über 140, 150, 160 gestiegen, wie auch immer. Und sinkt dann wieder ganz schnell ab. Weil er halt auch stark angestiegen ist, dann hast du auf jeden Fall auch wieder einen krassen Drop. Und an der tiefsten Stelle deines Blutzuckerspiegels, ja, wenn er dann wieder bei Null ist oder halt wirklich in den Keller gesunken ist, hast du wieder Hunger und hast wieder Heißhunger. Und dann ist es genau dieses Gefühl, dass du jetzt unbedingt was zum Essen brauchst. Und wo ich dann auch gesagt habe, ich kann dann nicht gegen dieses Verlangen schwer angehen, zu sagen, ich möchte wieder nochmal eine Brezel haben zum Beispiel. Ne? Und da musst du dann halt einfach wieder rauskommen und dich wieder einfach clean ernähren und dann geht es auch wieder gut. Ja. Also wir haben gesagt, Nummer 4 waren die natürlichen Supplemente. Da reden wir jetzt auch gleich noch drüber. Also ich wiederhole nochmal die Ernährung, die Bewegung, der Schlaf und natürliche Supplemente. Das sind die vier Teilbereiche, wo ich jedem empfehle, arbeite an diesen vier Dingen, wenn du raus möchtest aus deiner Insulinresistenz. Also Schlaf haben wir ja geklärt. Einfach schauen, dass du deinen Schlaf verbesserst. Wer jetzt überlegt, wie kann ich meinen Schlaf verbessern, ich habe da auch ein Live, ein Post, alles Mögliche dazu gemacht. Also gerne auf im Story Highlight Insulinresistenz mal durchklicken, bis ihr zum Schlaf Live kommt, wo ich 10 Tipps gebe für besseren Schlaf, die mir persönlich sehr, sehr geholfen haben, meinen Schlaf zu verbessern. Ja, dazu gehören zum einen auch natürlich die exogene Ketone, aber auch Magnesium abends zu nehmen, dein WLAN auszumachen, wenn du schläfst, dunkel zu schlafen, in einem kühlen Raum zu schlafen, keine Elektronik im Schlafzimmer zu haben. All diese Dinge sind sehr, sehr förderlich für einen guten Schlaf und das funktioniert auch wirklich. Also gerade Thema WLAN ausschalten beim Schlafen, ich habe da nicht dran geglaubt. Ich habe mir gedacht, ja, ein Hokuspokus. Ich habe es dann halt mal ausprobiert, weil ich mir dachte, ja, ich zeige ja guten Willen. Ich bin offen für Neues und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe teilweise Nächte, wo ich dann aufwache manchmal. Vorher bin ich immer aufgewacht. Jetzt kann ich eigentlich durchschlafen jede Nacht. Und dann habe ich aber eine Nacht, wo ich vielleicht mal nicht durchschlafe. Und dann merke ich in der Früh so, hey, warum bin ich eigentlich aufgewacht in der Nacht? Und dann sehe ich, ich habe vergessen, mein WLAN auszumachen. Kann natürlich auch irgendwie Kopfsache sein. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber selbst wenn das funktioniert, wieso nicht? Ja. Und ich merke da tatsächlich einen Unterschied, dass ich dann besser schlafe, wenn das WLAN tatsächlich aus ist. Ja. Also da, wenn ihr sagt, hey, wie kann ich meinen Schlaf verbessern, schaut euch da einfach das Live an, den Post dazu. Ich habe einen Post gemacht, wo ich auch die 10 Punkte einfach zusammenfasse. Und wer da jetzt mehr Input braucht zu jedem einzelnen Punkt, schaut sich einfach das Live mal an. Thema mehr Bewegung ist, glaube ich, auch klar. Das heißt, wenn du schon dich viel bewegst, 5.000, 6.000 Schritte am Tag machst, dann geh auf 10.000, geh auf 15.000. Wenn du schon 10.000 machst, dann geh hoch auf 15.000 oder 20.000. Also du musst dich wirklich mehr bewegen als vorher. Das ist einfach Fakt, sonst kommst du nicht raus aus deiner Insulinresistenz. Und was ich wirklich empfehlen kann, mach Krafttraining dazu. Also wirklich ein strukturiertes Krafttraining, wo du gezielt deine Muskeln aufbaust. Denn das Krafttraining macht die Muskelzelle wieder sensitiver dem Insulin gegenüber. Die Muskelzelle ist immer auch die erste, die insulinresistent wird. Und somit kann man da einfach daran arbeiten, dass sie wieder zurück, also dass eben die Insulinsensitivität der Muskelzelle wieder zurückkommt, sozusagen, ganz einfach gesagt. Noch dazu hat Krafttraining natürlich ganz, ganz tolle Nebeneffekte. Ja? Du baust deine Muskelmasse auf, heißt höherer Grundumsatz, heißt automatisch, du kannst mehr essen. Ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Muskelmasse ja sowieso schon ab. Das heißt, da musst du noch mehr arbeiten, dass deine Muskeln erhalten bleiben und noch mehr arbeiten, um sie noch weiter aufzubauen. Und von dem her kann ich sowieso jedem Krafttraining nur wärmstens ans Herz legen.
Und es ist nie zu spät, auch damit anzufangen. Du kannst auch mit 60 noch mit dem Krafttraining starten. Absolut. Sieht halt dann natürlich anders aus, wenn du mit 18 startest, klar. Du nimmst nicht gleich die 10-Kilo-Hantel in die Hand und machst einen Bizeps-Curl. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber dann fängst halt an. 2,5 Kilo, dann vielleicht 5 Kilo. Und irgendwie kannst du dann Schritt für Schritt dich einfach hocharbeiten. Ja? Und gerade fürs Alter ist eine solide Muskelmasse der Grundbaustein, dass wir gesund bleiben. Also ich sage immer, Kraftsport ist Gesundheitssport. Ja, die Leute schauen mich immer komisch an, wenn ich das sage, aber so ist es tatsächlich. Also macht auf jeden Fall Krafttraining, auch wenn ihr aus eurer Insulinresistenz rauskommen wollt, wenn ihr gar keine haben wollt und wenn ihr einfach gesund bleiben wollt. So, natürliche Supplemente, gehen wir da noch drauf ein und dann können wir noch ein bisschen mehr über die Ernährung sprechen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch ernährungsspezifische Fragen, ja, gerade auch, was soll ich mittags essen, abends essen, morgens essen. Also wenn du da jetzt viele Fragezeichen hast in deinem Kopf, nutzt die Chance gerne, stell die Fragen hier, ich versuche alles zu beantworten, was geht. Natürliche Supplemente habe ich schon angesprochen, die exogene Ketone. Dabei wirklich bitte darauf achten, dass ihr die richtigen Ketone nehmt. Ja, weil wenn du jetzt eingibst auf Google exogene Ketone und letztendlich wirst du da eine Menge finden. Da spuckt es dir richtig, richtig viel aus. Danke für die Herzen. Da spuckt es dir richtig viel Infos aus. Richtig viele Produkte. Aber ganz wichtig, es müssen RBHB-Ketone sein. Denn nur die RBHB-Ketone sind wirklich 1:1 bioidentisch zu denen, die dein Körper sonst herstellt. Und nur die kann dein Körper erkennen, damit arbeiten, sprich sie als Signalmoleküle und Energieträger nutzen. Der Körper kann dann gar nicht unterscheiden, habe ich sie jetzt extern zugeführt bekommen oder habe ich sie selbst produziert. Das passiert aber nur eben mit den RBHB-Ketonen, sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Von dem her da wirklich aufpassen, wenn du jetzt sagst, klingt spannend, möchte ich gerne mehr darüber erfahren, dann kannst du mir immer auch gerne direkt schreiben, sowohl hier auf TikTok als auch auf Instagram, einfach in den Linktree gehen, in meinem Profil, der allererste Link, der führt direkt in mein WhatsApp. Der Text ist dann schon vorgefertigt für die exogene Ketone, da kannst du gerne noch was dazu schreiben, deinen Namen dazu schreiben, vielleicht auch schreiben, dass du hier im Live mit dabei warst, dann kann ich dich gleich zuordnen. Dann schicke ich dir super gerne erstmal mehr Informationen zu den Ketonen und dann gerne auch den Shop-Link, wenn du sagst, das ist spannend. Wir haben nämlich gerade ein sehr, sehr cooles Angebot, also es rentiert sich gerade auf jeden Fall, dann schicke ich euch dann natürlich auch immer gerne den Shop-Link. Wo kann ich den Insulinspiegel testen lassen? Genau, haben wir vorher schon gesagt, entweder du lässt gleich den HOMA-Index nehmen oder das nüchterne Insulin im Serum alleine, kannst du, wenn es dein Hausarzt macht, bei dem Hausarzt machen, ansonsten in freies Labor gehen, da machen sie es dir auf jeden Fall, das zahlst du halt auf jeden Fall auch selber. Ansonsten machen es auch ganz oft die Endokrinologen mit, also die, die sich um die Hormone kümmern, die Ärzte sozusagen, die Diabetologen sowieso, klar, die müssen das auch mitmachen. Ja, das sind so der Frauenarzt macht es oft auch, eben gerade in Kombi mit PCOS oder ohne erfüllten Kinderwunsch, dass das gecheckt wird. Also wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt darauf aus, dass ich ja nicht selber zahlen muss, dann check mal deine Ärzte ab, vielleicht macht es dir irgendwer gratis mit, super cool. Ansonsten geh einfach in freies Labor, lass es dir einfach abnehmen den Wert. Du kannst auch bei dem Arzt immer alles selber zahlen, das geht genauso. Ja, das zum, wie kannst du den Insulinspiegel testen. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen, weiß ich nicht mehr. Erhöht Cola Light den Insulinspiegel? Da streiten sich die Geister. Also bei mir tatsächlich ein bisschen, ja. Ich habe es gemessen mit einem kontinuierlichen Blutzuckersensor. Das ist halt immer vielleicht auch nicht ganz so akkurat. Also es gibt wirklich viele, die sagen auch das Aspartam und was da alles drin ist, erhöht den Blutzucker nicht. Da gibt es auch Studien, die das wirklich belegen. Wenn ich selber messe, komme ich da manchmal meist auf andere Ergebnisse. Ich würde halt Cola Light trotzdem mit Vorsicht genießen. Also wenn du mal sagst, du brauchst was anderes als Wasser, klar, ich meine, ein, zwei Mal im Monat eine kleine Cola Light, alles in Ordnung, ja, aber ich würde es halt nicht als Dauergetränke einbauen. Dann halt lieber zum Beispiel, wenn du sagst, ey, nur Wasser trinken geht nicht, dann nimm noch die exogene Ketone dazu. Da hast du einfach auch Ketonkörper, die sofort verstoffwechselt werden, die dir sofort Energie geben, die dich sofort in Ketose bringen und hast auch ein Getränk, was gut schmeckt und einfach kein Wasser ist. Genau. Und die halt auch Energie gibt, ohne einfach schlechte Stoffe drin zu haben, ja, weil dass Aspartam nicht gut ist für deinen Körper, das glaube ich, wissen wir alle. Wir wissen aber auch, dass die Dosis das Gift macht. Also wenn du jetzt am Tag 1,5 Liter Cola Light trinkst, dann würde ich sagen, boah, bitte nicht. Wenn du zweimal im Monat kleines 0,33 Cola Light trinkst, wird es dich auf jeden Fall nicht umbringen, auf gar keinen Fall. Genau, also da immer die Dosis macht das Gift. Ob wirklich der Insulinspiegel ansteigt damit, wie gesagt, es gibt Studien, die sagen eben nein, ganz klar.
Ich habe ein paar andere Messungen bei mir selbst gemacht. Also da rede ich jetzt natürlich vom Blutzuckerspiegel. Mein Insulinspiegel kann ich alleine nicht messen, das ist klar. Aber ja, wenn es natürlich den Blutzuckerspiegel beeinflusst, dann folglich natürlich auch den Insulinspiegel. Okay, jetzt würde ich sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Jetzt sprechen wir noch ganz kurz ein bisschen über Ernährung. Da ist so das Zauberwort der Blutzuckerspiegel. Alles steht und fällt mit deiner Ernährung, mit dem Blutzuckerspiegel. Das haben die meisten auch nicht auf dem Schirm, weil die meisten schauen sich ein Lebensmittel an und beurteilen es anhand seiner Kalorien, ob ich es essen möchte und ob es gesund ist. Hat es zu viele Kalorien, fällt es weg. Hat es wenig Kalorien, denke ich mir, geil, nimm ich. Und das ist halt leider eine Sache, wo ich sage, nee, so geht es halt leider nicht. Klar, die Kalorien haben einen Einfluss auf deine Figur. Keine Frage, wenn du abnehmen willst, brauchst du ein leichtes Kaloriendefizit. Ohne geht's nicht. Ganz, ganz klar. Aber es ist viel wichtiger, was dein Blutzuckerspiegel macht. Das heißt, konzentriere dich auf Lebensmittel, die deinen Blutzuckerspiegel stabil halten. Was sind das zum Beispiel für Lebensmittel? Das sind Dinge mit gesunden Fetten und Eiweiß. Und Gemüse, Gemüse, Gemüse. Du solltest jede Mahlzeit eine große Portion Gemüseballaststoffe sozusagen als die Hälfte deines Tellers haben. Sollte immer die Hälfte deiner ganzen Mahlzeit ausmachen. Dann kommt eine Portion gesunde Fette und eine Portion Eiweiß dazu. Und das hast du immer in jeder Mahlzeit und davon 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Und dann bist du perfekt aufgestellt. Dann kannst du natürlich noch entscheiden, möchte ich noch gute langkettige Kohlenhydrate zu meiner Mahlzeit hinzufügen, wie zum Beispiel Quinoa, Süßkartoffel, stärkehaltiges Gemüse oder auch mal Hülsenfrüchte. Dann kannst du das natürlich machen. Aber eben Dinge wie Pasta, Weißbrot, solche Dinge einfach eher weglassen, wenn du rauskommen möchtest aus deiner Insulinresistenz, wenn du möchtest, dass dein Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Ja. Zucker natürlich auf ein Minimum reduzieren und wenn du dann mal ein Stück Weißbrot oder Zucker, was Zuckerhaltiges essen möchtest oder auch ein Stück Mango oder ein Stück Ananas, was auch sehr viel Fruchtzucker hat, dann würde ich sagen, pack diese Dinge ans Ende der Mahlzeit, ja, also wenn es eben Kohlenhydrate sind, ans Ende der Mahlzeit. Oder wenn es eben zuckerhaltige Lebensmittel sind, sogar dann als Dessert und zwar gleich im Anschluss der Mahlzeit. Also nicht eine Stunde warten und dann Dessert essen, weil es ist ja oft so, hey, wir verdauen und dann gibt es Dessert. Das ist das Blödste, was du machen kannst. Bau das Dessert gleich nach deiner Mahlzeit an. Das steigt der Blutzucker nicht so stark an. Immer wenn du Zucker alleine isoliert auf nüchtern Magen isst, und dazu gehört halt natürlich Süßigkeiten, dazu gehören kurzkettige Kohlenhydrate wie Weißbrot und solche Geschichten, Pasta, dazu gehören jegliche Art von Früchten, Fruchtzucker, Süßigkeiten, alles Mögliche, steigt dein Blutzuckerspiegel sehr, 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 sehr stark an. Und wenn du dann diese Sache kombinierst, zum Beispiel jetzt sagst, du isst einen Apfel, bei mir schießt der Blutzucker auch in die Höhe mit einem Apfel. Wenn ich jetzt aber den Apfel kombiniere mit Hanfsamen und einem griechischen Joghurt, steigt der Blutzuckerspiegel schon mal weniger stark an, weil ich einfach gesunde Fette und Eiweiß mit dabei habe. Das heißt, merkt ihr einfach, Zucker nie isoliert auf nüchternen Magen essen. Und Zucker ist halt nicht nur Zucker, der weiße Zucker, den wir kennen als Haushaltszucker, sondern jegliche Art von Obst. Ausnahme sind Beeren, die haben sehr wenig Fruchtzucker. Und tatsächlich alles, was irgendwie Zucker enthält. Verarbeitete Lebensmittel haben auch ganz, ganz, ganz viel Zucker. Schau einfach mal hinten drauf. Deswegen beurteile die Lebensmittel nicht nach, wie viel Kalorien hat das Ding, sondern wie viel Zucker ist da drin. Und wenn Lebensmittel ein Drittel von den 100 Gramm dann nur Zucker sind, dann möchte ich das nicht essen. Dann ist das völlig utopisch, dann ist das kein Lebensmittel, das ist einfach ein toter Stoff, würde ich sagen. Also was dein Körper krank macht. Und das muss ich dann auch nicht essen. Zumindest nicht täglich essen. Und wenn ich sowas mal essen will, dann setze ich es ans Ende meiner Mahlzeit. Genau. Du kannst jetzt natürlich mit der Ernährung sehr, sehr viel steuern. Mit der Reihenfolge der Lebensmittel, wie du sie isst, haben wir jetzt auch schon geklärt. Geh spazieren nach dem Essen. Senkt den Blutzucker auch. Ja. Davor bewegen, danach bewegen. Eine sehr, sehr coole Sache. Kalt duschen senkt den Blutzucker. Bau Dinge wie Apfelessig oder auch mal Zimt ein. Beides blutzuckersenkende Lebensmittel. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und natürlich auch die Ketone vorm Essen trinken lassen auch den Blutzucker der Mahlzeit um 16% weniger ansteigen. Gibt es auch Studien, die das belegen. Und meine eigenen Messungen haben das relativ gut eigentlich bestätigt, dass wenn du zweimal eben das Gleiche isst,
an zwei Tagen hintereinander, einmal mit Ketone davor, einmal ohne, steigt der Blutzucker um die 16% weniger stark an, wenn du die Ketone davor trinkst. Und du merkst es auch für den Langzeitblutzucker. Wie gesagt, meine Mama hat ihren Prädiabetes, ist sie losgeworden mit Hilfe der Ketone. Sie hat einfach zweimal am Tag Ketone getrunken. Sie hatte am Anfang einen nüchternen Blutzucker von 109, das war im Februar letzten Jahres. Und im Juni, Juli war sie dann bei 89,9, also komplett im Normalbereich. Eine sehr, sehr coole Sache. Und da kannst du dir halt einfach diese Tipps und Tricks sozusagen ja, aneignen, dass du das irgendwie auch dann Routine wird. Ja? Also wenn ich jetzt weiß, ich habe Kohlenhydrate mit auf meinem Teller, dann schaue ich immer, dass ich die wirklich als allerletztes esse. Manchmal geht es nicht. Ja? Wenn du jetzt eine Lasagne isst mit normalen Nudeln, dann geht das natürlich nicht. Das macht absolut keinen Sinn. Aber immer, wenn es klappt, versuch es einfach umzusetzen. Ja? Also geben wir noch ein Beispiel am Schluss noch. Du hast ein Stück Lachs und Brokkoli. Und vielleicht, gut, Lachs ist halt jetzt ein Beispiel für gesunde Fette und Eiweiß. Hast du beides in einem Produkt, ist ja egal, lassen wir es mal dabei, sehr cool. Du fängst mit dem Brokkoli an, gehst dann über auf den Lachs und als allerletztes hast du vielleicht noch eine Süßkartoffel und dann erst wenn die Hälfte ungefähr gegessen ist, kannst du mit der Süßkartoffel langsam starten und als letztes dann wirklich die Süßkartoffel aufessen. Aber davor eben schon wirklich mindestens die Hälfte des Brokkolis einfach gegessen haben, bevor du irgendwas anderes dann startest zu essen. Ja, und dann eben die gesunden Fette, dann das Eiweiß und als letztes die Kohlenhydrate. Genau, so viel zur Ernährung. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind soweit, bin ich eigentlich durch. 50 Minuten, sieht gut aus. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Video hier nicht, aber ich werde es auf jeden Fall nachher runterladen. Von TikTok runterladen und auf YouTube und auf Facebook hochladen, da könnt es euch dann im Nachgang nochmal anschauen. Auf TikTok kann ich ja leider keine Lives speichern, das ist super schade. Ich wünsche mir immer, dass das irgendwann noch kommt. Und dann könnt ihr es einfach im Nachgang nochmal anschauen. Und wenn ihr später dazugekommen seid oder sagt, okay, cool, mich würde der Anfang nochmal interessieren, dann einfach auf Facebook rüberhüpfen oder auf YouTube und da einfach nochmal anschauen. Gerne auch eure Leute drunter verlinken, die Inhalte auch teilen. Da freue ich mich immer sehr, weil wie gesagt, für mich ist es wirklich eine Herzensaufgabe, die Leute aufzuklären, was eine Insulinresistenz ist, dass einfach jeder Zweite eine hat und dass wir da wieder rauskommen auf natürlichem Wege und halt keine Tabletten schlucken müssen dafür. Genau, das ist so meine Devise. Ich sage ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das war sehr, sehr cool. Danke für eure Fragen auch vor allem. Am Anfang war echt sehr, sehr viel los. Finde ich cool. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen, was ist heute? Mittwoch. Genau. Morgen und Freitag geht es sich wahrscheinlich schwer aus. Ich morgen früh gleich noch live. Mal gucken. Ansonsten Sonntag wieder oder allerspätestens sehen wir uns Montag um 11. Genau, ich bin nämlich im Moment gerade noch bei der Steffi in der Schweiz und wir haben auch noch ein paar coole Sachen vor. Ja, also ich verrate jetzt noch nicht zu viel, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und da muss im Moment meine Live-Zeit ein bisschen drunter leiden, aber das ist nicht schlimm. Die holen wir auf jeden Fall wieder nach und ihr habt ja auch einige Lives noch, die ihr im Nachgang noch anschauen könnt. Also von dem her, wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind oder du jetzt dazu kommst, einfach im Nachgang noch in die Kommentare sehr gerne schreiben. Eure Fragen beantworte ich natürlich auch immer. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Genießt noch eure Woche und bis ganz bald wieder. Ciao! Ciao, TikTok!